So, Limonadendschungel, einer meiner Lieblingswelten. Geht weiter. Ich glaube, ich habe am Ende des letzten Partes vergessen, das Todhaus nach der Eiswürfel Eisfälle 4 zu machen. Ah, hebe ich mal als Joker auf. Ich glaube hier und auf der 5. Yes. Das hat sich ja echt gelohnt. Klasse. Ja. So, auf zum Limonadendschungel 2. Wenn mich dort recht was im Sinn, müsste hier auch ein Geheim Secret Exit sein. Aber hier ist nichts drin. Typisch. Ah, nee. Gleich schon beim ersten verreckt. Da steht's doch dran, Luigi. Giftigere Gewässer. Giftiger geht's anscheinend nicht mehr. Ah, jetzt kriegen wir was, oder was? Oh. So, jetzt schön langsam und sachte. Ja, so geht's. Schön stehen bleiben. Ah. So. Oh, Münze. Ohne Fragezeichenblock. Stationenblock. Ah, Schalter. Okay. Aha. Das fällt ja gar nicht auf, Nintendo. Anscheinend habe ich schon den Easy Secret Exit gefunden. Mal gucken, ob hier noch wo One-Up ist. Ja! Direkt schon mal anfangen. Secret Exit gefunden. Wunderbar. Das müsste jetzt eine Abkürzung zu Limonadendschungel 6 sein. Und 7. Aber hier ist so alles schön der Reihe nach. Hier fehlt ja noch der normale Ausgang und 2 Sternenmünzen. So, machen wir das schön langsam und sachte, Luigi, hast du gehört? Ah! Oh, wir kriegen Applaus. Ah! Hilfe! Ui. Ah! Oh. Das war mal wieder knapp, mein Freund. So, versuchen wir mal die mit. Oh, Luigi! Hau ab, du Goomba! Kommt der wieder, der Koopa? Nee, müssen wir so machen. Und schnell zurück. So. Na, wunderbar! Die ist ja voll einfach zu kriegen. Jawohl! Schnell da drauf! Ah! Der Block des Todes. Mamma mia. Oh ne, nicht die Tornervensäge schon wieder. Komm, Luigi, kurz und schmerzlos. Feisthörnchenpilz. Und Stern. Da kriegen wir die Sau im Nu. Ich meine den Mopsi. Konzentration. Wieder schnell hinter mich kriegen. Oh. Bleib doch mal stehen, Luigi. Schöner Empfang. Ja, wie auf. Ja. Ist okay. Kennen wir schon. Ich will jetzt weiterspielen. Ja, ist gut. Nächster Versuch. Der Level ist gut. Gefällt mir. Anspruchsvoll. Man muss überlegen, wie man die dritte Münze kriegt. Gefällt mir.
Oh. Ah! Der Koopa will mir den Weißhörnchenanzug wegnehmen. So, probieren wir mal. Ah, wohl klappt wunderbar. Ah, bin ich so blöd. Ich hätte doch gekönnt, den Koopa für dafür verwenden. Und dann nochmal zurück, um die zweite zu holen. Verreck jetzt nicht nochmal, Luigi. Und hoch. Ja, geht doch. Oh ja, du sagst es. Hui. Jetzt machen wir erst noch die drei, bevor wir es mit Boom Boom messen. Hecki-Panik. Okay. Ah ja. Die schon wieder. So, probieren wir doch mal. Yay! Geil! So, oh, da hängt ein. Dachte ich mir doch, dass die zur ersten Münze. Ey, nee, 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 nee. Oh, Luigi! Da ist nichts drin. Ah! Jetzt komme ich schon nicht mehr hin, oder was? So, ganz ruhig. Ah! Probier sie ja die Hecki. So. Klappt hervorragend. Und da hängt schon die zweite. Oh. So, jawohl. Ich sage oft jawohl, ne? Ah, nee. Mach den kalt. Ah, nee. Das tut weh. Nicht nur körperlich, auch mental. Luigi, du bist ein Mensch. Komm hoch! Jetzt komme ich noch nicht mit rein, oder was? Doch, so. Man muss es nur erzwingen wollen. Oh Mann, jetzt treffe ich den noch nicht mal. Lass dich nicht nochmal so einfach treffen. Komm schnell, 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 schnell! Schnell weg hier! Bevor du wieder Mini bist. Ja! Besser 8000 Punkte wie klein. Die Level ziehen an. Das ist gut. Wir sind ja auch in der zweiten Hälfte. So. 4 Leben brauche ich noch. 7 Leben. Ne, 6. Brauche ich noch. Bis vor Vollendung der 99. Eins, null. Zwei, null. Drei, null. 4-0! Ah! 4-1! Psst. 5-1? Ha! Genau 99! Das gibt es nicht, das gibt es nicht, das gibt es nicht! Ach, immer für eine Überraschung gut. Auf zu Boom Boom, mal gucken, was er für uns hat. Trollbesuch im Schlangenblockturm. Oh Gott. Da sehe ich schon schwarz. Ui.
Ah, genau getroffen. Genau deswegen sah ich schwarz. Ah! Scheiße. Ich hab's vorausgesagt. Ich sehe schwarz. Da hilft nur eins. Ich gehe auf Power! So. So. Oh. Ich habe mir gerade das verlorene Leben zurückgeholt. Oh, nee, verliert ihr das? Oh, Mensch, nee. Oh. So. So, ich schön sachte. Ich aktiviere mal lieber das P. Und es war goldrichtig, die Entscheidung. Schnell! So. Ist da was? Nö. Oh nee! Gut, dass da ein Durchbruch ist. Und die dritte Münz. Ich war zu voreilig. Sorry. Aber es ist nochmal gut gegangen. So. Der Maurer war gut, genau hier Durchbruch zu machen. Sonst wäre es vorbei gewesen. Aber hätten wir keine Ahnung sagen, dass so ein zweiter Schlangenblockturm kommt. Gelb dich. Ich erlöse dich mal von deinen Zuckungen da. Ui! So habe ich ihn noch nie getroffen mit Wandsprung. Luigi, ich bin zufrieden mit dir. Auch wenn das da eben unnötig war. Oder gerade weil da die letzte Sternmünze war, war es nötig. Manchmal muss man auch was riskieren. Und Glück haben. Viel Glück. Jetzt kommen wir zum Lieblingsabschnitt. Oh ne. Buhu, Tanzboden. Ihr Schuler Hub und jetzt der Tanzboden oder was? So, immer schön überall hinspringen. Denn hier kann überall der Secret Exit sein. Oh! Unsichtbarer Block. Erleichtert den Sprung zur Münz. Oh, anscheinend brauchen wir das hier. Sonst kriegen wir an dieser Passage nicht den Eichelpilz. Ah! Oh nee, verliert der Delle! Mal gucken, ob es da oben weitergeht. Ein Stern! Der Louis. Komm, das nutzen wir. Komm. Münze Nummer 2. Ah! Da hinten geht's weiter. Aber ohne Eichelpilz ist schwer. Wenn wir das dann normale Ausgang sind und da hinten dran wird die dritte Sternenmünze sein und der Secret Exit. Da gehe ich jetzt jede Wette ein. Auf die zwei Level da unten freue ich mich schon. Da müssten auch Secret Exit drin sein. War bei New Super Mario Bros. U nicht anders. Vorsichtig, Luigi. Nee! Oh. Ohne schaffe ich es doch nicht. Schaffen wir es doch nicht. Spielt's ja mit euch. Jawohl. So ist schön langsam und sachte. Das sind die Buhu-Rituale. Im Kreis umherschwirren.
Och nee! Komm, ich probier's. Ich riskier's. Komm, mit Stern kann's klappen. Komm, Luigi, gib Gas. Wir müssen dorthin sein, bevor das nachlässt. Und jetzt volle Pulle! Ja! Manchmal zahlt sich das Risiko doch aus. Alter, ist das geil. Ich glaube, das war so gedacht, dass man mit dem Pfeilhörnchen Luigi dorthin kommen muss. So wie die Münzen da angeordnet waren. Aber egal, wir haben den Secret Exit. Und können den Secret... Das glaube ich, der letzte Secret Level, gell? Bei Candismin gab es nicht so eine Ausschwerfung, ne? Und eine Zuckerwolkenzone. Was ein Name. So, was erwartet uns hier? Ah, Parakäfer. Paranoia. Ach du großer Gott. Einfach machen. Das ist mein Geheimrezept. Einfach machen. Nicht lange Fackel machen. Oh. Natürlich muss das Timing stimmen. Na super, es reißen noch Piranha-Pflanzen darauf. Na wunderbar. Oh, das ist gemein. Komm, beeil dich! Musst du rein! Was? Oh! Wahrscheinlich als Entschädigung für Münze Nummer 1. Wieder so ein knappes Ding. Oh. Geschafft! Da ist eigentlich doch mal erfolgreich. Was meldet? Was meldest du? Was sagt Luigi eigentlich? Mario verstehe ich immer. So, Nummer 4. Gemalt von Meisterhand. Okay. Ha, dieser Hintergrund, der ist geil. Schnell ducken. So, folge ich mal der Münzenspur da. Ah, Münz vergessen. Kacke. Oh. Müssen wir mal, bis ich das wieder... Auf der gelben Röhre war es, ne? Es war rot. So. Oh, es war die erste. Gut, haben wir keine verpasst. Dann müsste das schon die zweite sein. So. Ist nix. Super Hingong, Nintendo. Kriegt man doch nur mit Feisthörnchen, oder? Oder schmeißt das so mit Mannsprung? Mit Röhrensprung. Röhrenwandsprung. Aber hat nicht geklappt. So, dann auf mit meine Tour. So. Klappt doch hervorragend, was? Feuerblume? Warum kriege ich hier eine Feuerblume? Die bringt doch hier nichts. Ich muss Feuerstein Luigi sein. Um das zu schaffen. Yeah.
Jawohl. So, komm. Was schaust du? Ich habe noch nie mit der Niederlage aufgehört, aber heute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis morgen.